Ah, komm her, Leia, ich hab eine Kartoffel gegangen. Ich will nicht von der Kartoffel sein. Au doch, du brauchst Kartoffeln. Warte mal, Ussi, was machst du denn bitte hier? Die Zuschauer sehen dich doch noch. Wir sind im Video. Warte mal, das Video hat schon angefangen. Oh, hey, Freunde, heute machen wir eine extrem coole Zugbau-Challenge. Oh ja, ganz genau. Und wisst ihr was? Ich werde natürlich gewinnen. Ich habe mich schon super vorbereitet. Warte mal, du hast dich schon super vorbereitet. Ich werde natürlich den besten Zug bauen. Leute. Warte mal, natürlich ich werde den besten Zug bauen und der wird uns retten. Warte mal, retten? Vor was bitte retten, Leute? Oh Mann, Oxy, siehst du das da vorne denn nicht? Das sind ganz viele Monster. Wow, oh nein, Leute, ich hab's ganz vergessen. In genau 10 Minuten werden diese ganzen Monster hier durch die Barriere durchbrechen und durch die Fenster durchkommen und uns alle essen wollen. Oh nein, was machen wir bloß? Wir müssen unbedingt direkt einen richtig guten Zug bauen. Oh ja, stimmt, Leute, denn wir sind hier an einer Zugstation und wer den besten Zug baut, mit dem sind wir dann sicher und können einfach wegfahren, Leute. Das ist eine richtig gute Idee. Ein Moment mal. Aber hier ist ja noch gar kein Zug. Hier sind gar keine Schienen. Oh ja, das müssen wir doch hinbauen, Oxy. Aber ich weiß nicht, woher wir die Materialien bekommen sollen. Oh ja, du hast recht. Ich glaube, alle Zuschauer müssen ein Like und ein Abo dalassen. Warte mal, was? Okay, hey, Freunde, liked und abonniert dieses Video hier innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit wir in den Kreativmodus gehen und von diesen Zombies dort abhauen können, die uns heimsuchen. Dann los, schnell, Freunde, auf 3. 1, 2, 3. Schnell liken und abonnieren und... Wow, alle haben geliked und abonniert. Leute, ich kann fliegen. Na gut, ich werde den allerbesten Zug bauen. Ich nehme diese Bahn hier vorne. Warte mal, was? Du nimmst diese Bahn hier, dann nehme ich direkt diese hier. Warte mal, du nimmst die Bahn dort? Hm, na gut, Ussi, für dich bleibt nur noch die Bahn dort ganz hinten übrig. Oh Mann, warum immer ich? Naja, egal, Leute, ihr habt am meisten Glück. Ich bin viel, viel näher an den Zombies dran. Schaut mal, wenn die hier reinkommen sollten, werden die natürlich mich zuerst fressen wollen. Deswegen muss ich den besten Zug bauen. Oh ja, ganz genau. Weißt du was? Du wirst so oder so verlieren, denn ich habe die beste Position von allen. Oh Mann, Leia, das werden wir sehen. 3, 2, 1, die Bau-Challenge beginnt. Oh, Freunde, und es hat direkt angefangen. Wir werden natürlich den allercoolsten Zug bauen, mit dem wir dann einfach in die Freiheit fahren können, damit die Zombies uns nicht kriegen. Na gut, Leute. Aber Schildkrötengang, was meine Freunde nicht wissen, es gibt extrem coole Züge. Ich zeig's euch einfach mal. Schaut euch das mal an, Leute. Wir werden uns einfach hier diese Zugschienen hier nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen ganz klassisch diese Holzschienen hier, Leute. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Wir platzieren hier erstmal eine Schiene, markieren das Ganze dann, können dann hier nach ganz weit in die Richtung gehen und drücken nochmal auf den Block und boom, Leute. Boah, schaut euch das mal an. So eine richtig coole Zugschiene. Hey, Leia, hey, Ussi. Wartet mal, was macht Leia denn dort vorne bitte? Ussi, sag mal, was geht? Schau mal, wie weit ich schon bin. Warte mal, du bist schon weit. Oh ja. Oh Mann, Leute, ich glaube, Leia und Ussi wissen gar nichts von diesen geheimen, coolen Zugschienen. Das heißt, nur ich werde sie benutzen. Wie cool. Wow, und sag mal, Ussi, was hast du denn eigentlich so bei dir gemacht? Warte mal. Oh Mann, Leia, das ist nichts, okay? Ussi, komm mal her, schau mal, Ussi hat so viel bessere Bahnschienen, die müssen wir unbedingt benutzen. Was, die müssen wir nicht benutzen? Hä? Das ist Clown, das darf man nicht, das waren meine Bahnschienen zuerst. Ussi, weißt du was, wir haben einfach nichts gesehen, also komm, Ussi. Oh Mann, das ist echt nichts, ganz ehrlich, Leute, damit die beim nächsten Mal nicht spicken, werde ich einfach eine riesige Wand hochziehen, dann könnt ihr überhaupt nicht abspicken. So, Freunde, dafür nehmen wir uns hier einfach mal die Wunderachs, markieren den Block hier vorne und den Block hier hinten und jetzt gehen wir den Befehl //set Bedrock ein, denn Bedrock ist super stark und kann überhaupt nicht abgebaut werden. Let's go! Warte mal, Ussi, was ist das bitte? Jetzt können wir gar nicht bei dir rüberschauen. Das sollt ihr auch nicht. Also, Ussi und Leia, wir werden schon sehen, wer den allercoolsten Zug baut. Let's go, Freunde, wir fangen direkt an. Das Ussi und Leia spicken finde ich überhaupt nicht cool, aber naja, egal, Freunde. Das heißt nur, dass wir den allercoolsten Zug natürlich bauen werden. Schaut euch das mal an, Leute. Wir werden einfach unsere Eisenbahnschienen hier so riesig machen, damit so ein cooler Zug drauf sein. Und boom! Gleich werden wir das Ganze auf jeden Fall noch bis zum Ende bauen, Leute. Aber ich würde sagen, wir müssen direkt mit dem Zug anfangen. Und damit wir unseren Zug auch gut bauen können, brauchen wir erstmal noch einige Zug-Items. Und zwar einmal hier den Zugkuppler. Wir brauchen unbedingt die Aufzugseilrolle, dann den Zugrahmen, die Zugsteuerung und natürlich auch noch ein bisschen Kleber, Leute. Wartet einmal. Boom, 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 boom. Hier vorne. Let's go. Und natürlich brauchen wir auch noch den Bahnhofsblock. So, Leute, den markieren wir jetzt einmal hier vorne. Ich würde sagen, wir machen das Ganze einmal hier drauf, damit wir den Zug auch richtig lang bauen können. Jetzt haben wir hier das Gleis anvisiert und können das Ganze einfach hier vorne hinsetzen. Nachdem wir das Ganze mit dem Gleis gekuppelt haben, können wir einfach noch einmal Rechtsklick drauf machen und dann Bahnhof ist inaktiv. Wir drücken hier mal drauf und aktivieren das Ganze einmal. Let's go. Und jetzt, wo der Bahnhof aktiv ist, machen wir noch einmal Rechtsklick drauf und bam, ey Leute, schaut euch das mal an. Wie cool ist das bitte? Wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen länger machen. Boom, 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 boom. Boah, schaut euch das mal an. Das werden einfach die Waggons sein. Und was mit den anderen Items auf sich hat, das werde ich euch gleich zeigen. Aber zuvor nehmen wir uns erstmal ein paar OP-Blöcke und zwar einmal ein paar Smaragdblöcke, Diamantenblöcke und die Lieblingsfarbe von Ussi und
und die Lieblingsfarbe von Leia, und zwar Amethystblöcke. Damit wir den allercoolsten Zug bauen. So, Leute, wir fangen direkt an und können jetzt hier drauf einfach unseren Zug bauen. Ein Zug braucht natürlich als allererstes eine riesige Plattform, Leute, wo man dann einfach reingehen kann. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass man direkt runterfällt auf die Gleisen, und dann könnte das Ganze echt ein bisschen gefährlich enden. Deswegen, Leute, wir machen das Ganze einmal hier so. Nehmen uns die Wunderachs zur Hilfe, machen das Ganze hier nach ganz vorne hier in die Richtung und geben den Befehl /set/emerald_block ein. Das Englisch und heißt Smaragdblock. Let's go! Boom, unser erster Waggon besteht aus Smaragden. Ich würde sagen, der zweite Waggon wird einfach aus richtig coolen hier, Leute, wie heißen die nochmal? Einfach aus Diamanten bestehen. Die mag ja auch Ussi so gern und Ukri auch. Markieren wir das und das einmal hier vorne und geben den Befehl /set/diamond_block ein. Das ist Englisch und heißt Diamant. Let's go, Leute. Zweiter Waggon ist auch schon fertig. Und damit Leia auch noch einen Waggon hat, machen wir jetzt einmal hier ein Amethyst, Leute. Boom, boom, boom. Denn, Leute, sage ich ganz ehrlich, ich möchte natürlich hier auch wegkommen. Ich meine, die Zombies kommen jeden Moment. Und für mich ist das Wichtigste, dass wir alle überleben und sich alle wohlfühlen, Leute. So, let's go. Wir machen hier einmal Amethyst_block hin, Leute. Das Englisch heißt einfach Amethyst-Block. Let's go. Und dann machen wir die letzte Seite einfach aus Gold für Uzi Mekus. Boom, boom, boom. Let's go. Noch einmal in die Richtung. Und zack, Leute. Bam, bam, bam. Wir geben hier noch einmal den Befehl ein. Gold_block, Leute. Und bam, ey. Wow, jetzt haben wir einfach für jeden eine Seite. Und für mich natürlich die allergrößte Seite, Leute. Wow, mein Zug wird sowas von cool. Na gut, ich würde sagen, als erstes werden wir uns einmal den Raum für den Lokführer bauen. Das werde natürlich ich sein, Leute. Wer denn sonst? Einmal hier bis nach ganz oben. Und jetzt gehen wir den Fisch /walls. Das heißt Wände auf Englisch. Emerald_block. Und boom, wir haben direkt einen Raum geschaffen. So, hier können wir jetzt einfach reingehen. Und das ist der Lokführerraum. Mhm. Was ein Bahnlokführer natürlich braucht, ist einmal so ein Ausdruck, Leute. Das werden wir aus Quarztreppen bauen und aus Glas. Ich würde sagen, das, wo man am besten durchsehen kann, ist durchsichtiges Glas. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen grüne Keramik und ein bisschen dunkelgrüne Keramik. So, perfekt. Als allererstes platzieren wir einmal das Ganze so in die Richtung, Leute, damit wir einfach so einen kleinen Tisch erschaffen. Jetzt nehmen wir uns die hellgrüne Keramik einmal so nach oben, Leute, die dunkelgrüne einmal hier nach oben. Dann verbinden wir das Ganze hier mit hellgrün, dunkelgrün, und hier in die Mitte kommt dann noch einmal rot für den roten Knopf. Das hier vorne bauen wir einmal auf, damit der Zugfahrer auch weiß, wo er hinfährt. Und wir brauchen natürlich dann auch noch einen Stuhl, wo wir dann sitzen, Leute, das ganze Geschehen einfach mit beobachten können. So, boom, einmal hier, und hier schreiben wir einmal Schildkröte drauf, einfach weil ich Schildkröten so mag. Und auf die andere Seite schreiben wir einfach mal, Ukri, warum auch nicht? Einfach, weil er eben so viele Klicks aktuell macht, Leute, ehrlich, wirklich unglaublich, Leute. Und jetzt brauchen wir noch einmal die Zugsteuerung, die platzieren wir einmal hier hin, Leute, bam. Und jetzt brauchen wir noch einmal hier ein bisschen Redstone in die Richtung hier und einmal ein bisschen Redstone in die Richtung, boom. Und ganz am Ende des Videos kann dann einfach das alles, was wir hier jetzt hinbauen werden, richtig losfahren, Leute. Und wir werden das Ganze dann einfach fahren können mit Hilfe dieser Hebel hier und der Zugfahrersteuerung, Leute. Wie cool wird das bitte? Let's go, wir setzen einmal hier unsere Eisenbahnmütze auf und, einen Moment mal, hä? Leute, was denn jetzt bitte passiert, hä? Das wusste ich gar nicht. Ah, ich verstehe es doch. Ich glaube, wir sind so jetzt kleine Wesen einfach, die sozusagen das den Zug bauen. Wie cool ist das? Aber das wollen wir natürlich nicht sein, Leute. Ich würde sagen, wir setzen das einmal hier ab. So, wir setzen uns hier einmal eine normale Zugfahrermütze auf, Leute. Boom, wir werden dann einfach diesen coolen Zug hier fahren. Na gut, Freunde, und als nächstes werden wir den nächsten Raum bauen. Das ist der Raum für die VIP, Leute. Und zwar der Diamantenraum. Der Lokführer King Oxy wird hier einen richtig, richtig coolen Aufenthaltsraum einfach für meine Freunde hinbauen. Ganz ehrlich. Dafür geben wir wieder den Befehl ein, /walls/diamond_block und setzen das Ganze so hin. Und jetzt werden wir natürlich nochmal das Ganze hier einmal aufbauen, Leute, damit das so eine riesige Tür einfach hat. Schreiben hier einmal Quarz hin, Leute. Dann machen wir hier einmal so eine kleine Couch hin. Bam, bam, bam. Auf die andere Seite auch noch. Und die Mitte kommt dann ein Tisch. Bam, bam, bam. Und zack. Perfekt. Alter, das sieht mega, mega cool aus. Einfach der VIP-Raum für die VIP-Gäste dann. Und da reiche Leute irgendwie mal Kunst mögen, werden wir hier noch ein paar Gemälde hinhängen. So, boom. Wir nehmen hier einmal das hier. Und warte mal, steht da echt der Döner mit den drei Pfefferrohren? Was ist das denn? Das wird schon erstmal direkt an. Wir machen einmal hier dieses Gemälde hin. Oh, das ist das Gemälde. Dann machen wir einmal das hin. Oh, dann machen wir noch einmal das hier. Das ist also der Döner, okay? So, Leute, dann kommen noch etwas Kerzen, damit es auch schön romantisch drin ist. Und zwar einmal in Rot und in Weiß. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, unser Zug wird sowas von cool. Wir werden einfach den aller coolsten Zug bauen. Let's go. So, boom. Einmal eine Kerze in die Richtung. Bam, bam, bam. Einmal in die Richtung. Dann kommt hier vorne einmal eine weiße Kerze. Autsch. Leute, dann kommt hier einmal eine weiße Kerze hin. Und hier vorne auch nochmal eine weiße Kerze. Let's go. Perfekt. Und damit man auch ein bisschen rausgucken kann, Leute, während der Zugfahrt, werden wir hier auch noch ein paar Fenster reinmachen. So, bam, bam. So, ich würde sagen, weil das auch ein blauer Raum ist, nehmen wir auch einfach blaues Glas. Boop, 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 boop. Let's go. Und einmal auf die Seite hier auch noch. Boop, boop, boop. Und let's go. Perfekt. Na gut, der Lokführerraum ist fertig. Und der Raum für die VIP-Gäste. Jetzt kommt der Amethystraum, Leute. So, und jetzt kümmern wir uns direkt als nächstes um den Amethystraum, Leute. Und ich glaube, der Amethystraum wird sowas wie der Einstiegsraum. Das heißt, hier stellen die ganzen Passagiere dann einfach ein in meinen wunderschönen Zug. Wir geben noch einmal den Befehl /walls/amethyst_block ein. Oh yeah, ich bin mir sicher, Lea wird diesen Raum sowas von lieben. Und Freunde, ich habe eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir den Eingang ein bisschen
bisschen versteckt bauen. Warte mal, wo ist bitte meine Mütze auf einmal hin? Nein, 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 das geht so nicht. Und zack, bumm, so sieht's doch schon mal viel, viel besser aus. Und zwar, Freunde, wir können einfach diese Schilder hier benutzen und können dann einfach Gemälde benutzen. Am besten dieses Gemälde hier, ein richtig großes, Leute. Und danach werden wir einfach hier vorne einmal zwei Blöcke aufbauen. Oh yeah. Und dann werden wir hier einmal ein Schild hin platzieren. Auf die andere Seite auch ein Schild. Und jetzt können wir da auch ein Gemälde drüber machen, Leute. Und man sieht schon, man kann das jetzt einfach nicht mehr sehen. Oh yeah, Freunde, wie verdeckt ist jetzt bitte der Eingang? Das heißt, es wird sogar noch ein kleines Quiz. Sie müssen erstmal den Eingang finden. Mal schauen, ob man es überhaupt schaffen kann. 1, 2, 3 und... Okay, das muss noch ein bisschen höher bauen, Leute. Warte mal, das kriegen wir aber hin. Wir machen das mal so, so. So, boom, boom, boom. Und danach müssen wir einfach so da reinspringen. Let's go, Freunde. Also man schafft es auf jeden Fall. Ich habe es zwar gerade nicht geschafft, aber... Warte, wo ist der Eingang hin? Hier oben ist der Eingang. Okay, das heißt, wir müssen das noch ein nach oben bauen. So, boom, 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 boom. Tag, Leute, so müsste man das auf jeden Fall schaffen. Also, bam, bam, bam. Und hier dann einfach so, boom, let's go. So, dann kommt hier einmal eine Tür nach vorne, Leute. Und eine Tür nochmal nach hinten. Und stimmt, Leute, hier vorne haben wir ja noch den gelben Raum, Leute. Und hier drin muss man dann etwas extrem Cooles machen. Denn hier drin sind die ganzen Triebwerke und so. Damit der Zug natürlich auch fahren kann. Normalerweise sind früher mal Züge mit Kohle gefahren, Leute. Aber wir möchten das Ganze ein bisschen moderner machen. Und zwar mit Redstone. So, wir machen jetzt einmal den Block hier unten und den Block hier oben. Und geben den //Walls. Ihr kennt das Spielchen. Und danach einfach Gold-Block ein. Let's go. So, und fürs Triebwerk brauchen wir auf jeden Fall einige Werfer, Leute. Das ist noch sogenannte Dispenser. Boom. Wir brauchen auf jeden Fall Redstone. Ganz, ganz viel davon, Leute. Und Glas in vielen, vielen verschiedenen Farben. So, wir bräuchten aber am besten Würfelglas. Das bräuchten wir noch einmal. Und boom, perfekt. So, Leute, als allererstes platzieren wir hier einmal einen so hin in die Richtung. Perfekt. Dann platzieren wir einen auf diese Seite. Auch noch einmal, dass er so zu mir guckt. Wartet mal, Leute, ich habe eine bessere Idee. Wir bauen uns hier einmal auf. Und dann können wir das Ganze so platzieren, dass das zu uns guckt. Perfekt. Dann brauchen wir hier einmal die Fans. Let's go. Das sind sogenannte Ventilatoren, Freunde. Boom. Let's go, Leute. Wartet mal. Let's go. So, jetzt platzieren wir hier vorne einmal das Ganze so hin. Boom, Leute, ihr seht schon, der Antrieb funktioniert schon sehr, sehr gut. Let's go. Das vorne wird einfach der Antrieb sein. Alter, wie cool wird das bitte? Und das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und zwar hier mit der Redstone-Leitung. Boom, boom, boom. Das soll einfach schön aussehen. Und danach werden wir das Ganze mit dem Anfang verbinden, Leute. Da, wo wir den die Steuerung hatten. Und dann werden wir einfach einen richtig coolen Zug haben, der einfach richtig fahren kann, sogar am Ende. Deswegen schaue ich das ganze Video bis zum Ende an, Leute. So, jetzt brauchen wir noch einmal hier ein bisschen Glas. Das machen wir einmal hier so hin, Leute. Das ist aber Glas, wo man einfach alles durchgehen kann. Das ist cool, Leute. Ihr seht es ja schon. So, boom, 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 boom. Und perfekt. Alter, ich sag euch ganz ehrlich, unser Antrieb wird so geil, perfekt. Boah, Leute, wenn unser Zug nicht bis jetzt schon mal richtig geil aussieht, dann weiß ich auch nicht sofort. Wir machen hier einmal noch so eine kleine Zugschnauze rein, sagt man, glaube ich, dazu. So, bam, 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 bam. Aber, Freunde, ich wäre nicht Orks, wenn ich hier nicht auch noch ein kleines Minispiel reinmachen würde. Und zwar, wenn man hier drin im Zug ist, muss man dann natürlich auch irgendwie probieren, wieder rauszukommen. Das wird man auf jeden Fall erst schaffen, nachdem man an den ganzen Hindernissen vorbeigekommen ist. Und ich würde sagen, Leute, ich wäre nicht King Orks, wenn ich nicht bei den Freunden ein bisschen pranken würde. Ich würde jetzt auf jeden Fall ein paar von diesen Stacheln hier nehmen, Leute, und meine Freunde damit extrem noch pranken. Denn bevor die in meinen Zug reinkommen, müssen die erstmal hier vorne ein kleines Minispiel absolvieren. Bam, bam, bam. Denn man darf nicht einfach so mitfahren. Also hier muss man erstmal so drüber springen. Oh yeah. Und hier machen wir jetzt einfach einen richtig großen Lavasee hin, Freunde, wo die dann einfach einen Jump'n'Run drüber machen müssen. Dafür geben wir einfach diese Befehle hier ein. Und danach wird es ja klappen. Let's go. So, wir zahlen das Ganze einmal ein, damit die sich auch nicht irgendwie vorstellen, hier dann einfach so lang gehen zu können. Das wäre nämlich überhaupt nicht cool. Zack, 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 zack. Einmal in diese Richtung. Und online, da vorne brennt es. Das muss ich ganz schnell einmal löschen. So, bam, 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 perfekt. Okay, brennen darf es auf gar keinen Fall. So, Freunde. Zack, 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 zack. Zack, so sollte das Ganze erstmal reichen. Boom, boom, boom. So, perfekt. Ich hasse bei diesen Dingern hier, verbaut man sich immer. Leute, schreibt mal in die Kommentare, verbaut euch auch immer bei den Teilen. Und Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare rein. Seid ihr im Team Hashtag Schildkröte oder im Team Hashtag Noobs? Meine Freunde sind ja Noobs, Leute. Ganz ehrlich, Hashtag Schildkröte oder Hashtag Noobs? So, hier muss man dann erstmal so einen kleinen Jump'n'Run machen. Zack, zack, zack. Und dann einmal auf dem Block, auf dem Block hier vorne, auf dem Block hier hinten, boom, 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 let's go, Leute. Und man muss auch noch natürlich probieren, hier vorne auf dem Block hier zu kommen. So, boom, perfekt, Leute. Danach machen wir es noch ein bisschen fieser. Zack, zack, zack. Und so einfach nur so ein Einersprung. Boah, Alter, Leute, ich sag echt, das wird so cool. Lass uns das hier auch noch einmal ein bisschen abgrenzen. Babadabadab. Und Freunde, am Ende werden wir noch diese extrem coolen TNTs hier benutzen. Deswegen schaut ihr unbedingt das ganze Video bis zum Ende an. Seid mal ganz ehrlich, Freunde, findet ihr nicht auch, dass es bis jetzt mega, mega cool aussieht? Moment mal, stand da gerade jemand hinter mir? Hey, Freunde, spult mal ganz kurz alle zurück und schreibt mir in die Kommentare rein. Stand da gerade jemand irgendwie hinter mir? Spult mal ganz kurz zurück. Ich glaube, da hat mich gerade irgendjemand beobachtet. Hey, nicht beobachten, Usi Lea.
wer auch immer das von euch war. Ich mach die Mauer hier noch ein bisschen größer, ey, ganz ehrlich. Und hier machen wir noch ein bisschen Minen-Action hin, so, Freunde. 2 Minen, nee, 3 Minen. Boah, das soll mega fies sein. Unser Parcours ist fertig, unser Zug ist fast fertig, Leute. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar coole Teppiche drin. Deswegen würde ich sagen, Leute, gehen wir einmal drauf, schreiben wir einfach einmal Teppich. Nimm uns einmal meine Lieblingsfarben raus. Boom, boom, boom. Bisschen Farben von Leia, bisschen von Uzi und so weiter. So, Freunde, jetzt werden wir einmal hier vorne ein bisschen das Ganze einrichten. Also hier machen wir erstmal Leias Farbe rein. Dann machen wir hier einmal die Farbe von Uzi Ukri rein. Und ganz vorne beim Lokführer machen wir natürlich die von mir, dem Lokführer King Oxy, Junge. Und jetzt, Freunde, der nächste Schritt ist der. Ich habe euch am Anfang vom Video vom Kleber erzählt. Denn damit der Zug auch richtig starten kann, müssen wir erstmal den ganzen Zug markieren, Leute. Ich zeige mal, wie das Ganze klappt. Also, wir markieren erstmal hier vorne. Und danach, Leute, seht ihr schon, wir können hier einfach alles auswählen. Und müssen das dann bis nach ganz unten ziehen. Okay, ist ein bisschen zu groß, leider. Wartet mal. Lass mal hier ein bisschen kleiner machen. Let's go. Einfach alles miteinander gekoppelt ist und danach zeige ich euch, wie es weitergeht. Boom, und damit sind wir auch fertig. Und Leute, ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, wir müssen direkt vergleichen. Na gut, Leute, ich bin echt gespannt, wer das Ganze gewinnt. Und wie gesagt, Leute, am Ende wird das Ganze auch richtig losfahren können. Let's go, ich bin sowas von gespannt. Yo, Oxy, die Zeit ist um. Oh ja, ich weiß, aber was macht bitte Uzi noch da hinten? Der baut wohl noch. Naja, egal. Hey, Leia, von wem sollen wir zuerst vergleichen? Von mir oder von dir oder von Uzi? Natürlich von mir. Von dir? Oh Mann, na gut, Leia, was hast du denn hier bitte gebaut? Oh Mann, das sind ja Pups einfach. Einen Moment mal. Das hast du doch ganz klar von mir abgeguckt. Ich habe bei mir auch einen Lavasee gebaut. Kein Wunder, dass du auch einen gebaut hast. Warte mal, was meinst du? Das ist ganz genau von mir gemacht. Na los, oh alles Mann, ist Leia, ich bin mir sowas von sich. Leia, was hast du hier bitte gebaut? Mann, komm da gar nicht hoch. Schau dir das doch mal an. Was du hier einfach baust, das macht doch gar keinen Sinn. Schau mal, Leia, das macht wirklich keinen Sinn, was du hier gebaut hast. Ey, ganz ehrlich, ich darf abbauen, hey, wenn du schon so mal, gut baust. Hey, warte mal, du darfst nicht schummeln. Warte mal, nicht schummeln, aber es macht doch gar keinen Sinn, wenn du einfach da die Sachen abbaust. Ich meine, Leia, das bringt doch gar nichts mehr dann. Hey, ich habe einen unmöglichen Superparcours. Den kannst du gar nicht schaffen, weil du so schlecht bist. Einen unmöglichen Superparcours, Leia, das macht echt gar keinen Sinn. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich werde es trotzdem schaffen, weil ich bin King Orks, Junge. Und in der Schildkrötengang und nicht im Team Noob. Du bist im Team Noob, weißt du das? Achso, im Team Noob, was meinst du bitte? Na klar, mein Parcours bist du im ist Team viel Noob. Besser als deiner. Warte mal, hey Leia, hör mal zu. Es geht immer noch um die Züge, okay? Ich bin echt auf deinen Zug gespannt. Der sieht bis jetzt echt komisch aus. Aber naja, wir probieren erstmal hinzukommen. So, was steht dort direkt? Welche Farbe ist besser? Pink oder Pupsgrün? Was? Tja, Oxy, was ist die richtige Antwort? Ich bin mir ganz sicher, naja, weil du selbst grün bist. Sondern braun, Leia. Was soll das? Das ist voll die Beleidigung. Was? Das ist keine Beleidigung. Das ist, wenn schon, nur die Wahrheit. Na los, ehrlich, Leia, das Einzige, was pups, ist dein Gesicht, Junge. Ganz ehrlich, so, Freunde. Ich würde sagen, da wir natürlich wissen, dass Leia das Ganze gebaut hat, sind sie wahrscheinlich, dass wir die Farbe pink nehmen. Deswegen gehe ich hier direkt durch. Und boom, ich hatte recht, Leia. Ey, du bist so leicht zu durchschauen. Was bitte die nächste Frage? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Meinst du etwa damals Spieglein, Spieglein an der Wand? Oh ja, ganz genau. Na los, sag schon, wer ist die Schönste im ganzen Leia, Land? Oh Mann, Leia, warte mal. Was? Pups, Orks, Digga. Was ist bitte los mit dir, Leia? Was soll das? Na los, wähl schon aus. Worauf wartest du? Mann, ich wahrscheinlich auf mein Lob. Nimmst du dich selber wieder, oder nicht? Das macht doch nur Sinn, wenn du dich selber wählst. Warte mal, hä? Ich wäre ja beides richtig gewesen. Findest du mich auch schön? Warte mal, nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte hier Lava hin platzieren müssen, Upsi. Warte mal, du hast einfach die Lava vergessen. Leia, Junge, was ist los mit dir? Okay, wer gewinnt die Bau-Challenge? Uzi oder Leia? Natürlich Uzi. Warte mal, Uzi gewinnt die Bau-Challenge? Warum steht da bitte, hä? Das ist gar nichts. Warte mal, warte. Das muss ich direkt ausbessern. Schau her und warte. Oh, schnell die Tür zu machen. Oh Mann, Leia wird wahrscheinlich sich selber nehmen. Wahrscheinlich gewinnst du die Bau-Challenge, nicht wahr? Oh, ja, natürlich gewinne ich die Bau-Challenge. Aber das auch nur in deinen Träumen. Na gut, Freunde, jetzt muss ich einmal hier springen. Und was, es geht hier vorne einfach weiter mit dem Jump'n'Run. Ist das echt dein Ernst, Leia? Wie lange willst du das bitte weiterbauen, das Parcours hier? Ich meine, ich will halt nicht mit deinem Zug rumfahren. Ja, weißt du was? So kommen die Zombies auf gar keinen Fall auf meinen Zug, weißt du? Boom, ey, ich bin aber schon drauf. Let's go. Oh ja, du hast recht. Die Zombies kommen auf jeden Fall nicht drauf. Aber warte mal, Leia, wie komme ich jetzt mit rein? Muss ich mich etwa reinbauen? Warte mal, nein, das machst du ganz, ganz falsch. Naja, der Zug, man fährt oben drauf. Warte mal, Leia, du willst mir echt sagen, dass das hier dein Zug ist? Man fährt ja einfach oben, oder was? Oh ja, ganz genau, das ist doch voll der Superzug. Schau mal, hier ist alles kuschelig, weich, aus Wolle und das ist alles pink. Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Was ist das denn bitte, Leia? Ah, Leia, das ist ja voll lustig. Jetzt schaut euch mal meins an. Warte mal, Uzi, na gut, Leia. Freunde, schreibt mal rein, von einer Skala von 1 bis 10, wie vielen Punkten gibt ihr Leias Zug? Na gut, wir gehen direkt rüber zu Uzi. Oxy und Leia, denkt ihr echt, dass ihr meinen Parcours schaffen werdet? Natürlich werden wir es schaffen. Wir sind doch so viel besser. Oh ja, ich bin mir auch sicher, dass ich es schaffen werde. Nicht du, Leia. Na gut, Uzi, was hast du hier bitte für einen mal, Zug
gebaut. Einen Moment, mein Uzi. Was ist das denn bitte hier, Bro? Warte mal, das sieht ja ein bisschen ruiniert aus. Schau mal, ich kann hier... Das sieht mega nice aus. Haha, wie findet ihr das? Oh Mann, Uzi, was ist bitte los mit dir, Bro? Alter Junge, du hast einfach so einen Pufparcours gebaut, oder was? Okay, wir bewerten das Ganze trotzdem. Leia, was machst du da bitte? Ich fahr da drin herum, aber irgendwie hat es kein Ende. Raus oh, mit Mann. Dir, ich will auch rumfahren. Let's go. Ey, Uzi, jetzt hast du ja voll cool gebaut. Oh Mann, in der Zeit schaffe ich das schon mal. Ich fahr damit die Zeit, aber ihr müsst erstmal den Parcours schaffen. Fang schon an. Und Leia, du darfst nicht fliegen, du bist am Cheaten. Mal, Leia ist am Cheaten. Hey, Leia, du darfst doch nicht cheaten. Was ist bitte los mit dir? Alter, Freunde, Hashtag Leia ist Cheater in die Kommentare rein. Hä, warte mal, ich und Cheaterin? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin genauso Survival-Modus wie du. Hey, auf einmal schlägst du, ne? Ja, vorhin warst du auf jeden Fall am Cheaten. Dann spuck mal alle ganz kurz zurück und sag, schreib mal in die Kommentare. Siehst du am Cheaten gewesen, oder nicht? Oh ja, du warst am Cheaten. Und hör auf, Oxy zu schlagen. Du bist richtig ehrenlos. Ey, Mann, ganz ehrlich, Leia, was ist bitte los mit dir? Naja, egal, Freunde, wir fangen direkt an. Wir schaffen das direkt. Let's go. Warte mal, oh, ich bin runtergefallen, Leia. Ja, ich schaffe es und, Autsch. Leia, da hast du dich echt zum Obst der Woche gemacht. So, Uzi Mekus, ich schaffe auf jeden Fall deinen Zughaus-Parcours. Boom, boom, schau dir das einmal an. First try, dann geht's hier direkt hier hoch. Ist das einfach richtig großer Pupshaufen hier? Oh ja, ich glaube schon. Ich hab selber hingepupst. Hahaha, die sehen aus wie Leia. Ey, warte mal, Leia, hast du das gerade gehört? Das willst du nicht gefallen lassen. Ey, Uzi, was ist bitte los mit dir? Naja, egal. Mann, Uzi, komm her. Let's go. Hey, ganz ruhig. Okay, Uzi, also das war dein Zug, oder was? Oh ja, mein Zug ist der beste. Lass mal zu deinem gehen, Oxy. Na gut, Freunde, schreibt mal rein. Von einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte gibt ihr Uzi? Dann kommt mal mit, ihr beide. Also, ich würde sagen, wir gehen direkt zu meinem Parcours. Und Leute, hier fängt das Ganze direkt einmal an. Ihr seht schon, das hier... Oh. Warte mal, Uzi, nicht cheaten. Du musst unten bleiben, Kollege Schnürschuh. Also, ich würde sagen, hier vorne fängt es direkt an. Leia, du musst dich probieren, einmal durchzukommen. Let's go. Warte mal, was sind das? Sind das etwa Minen? Oh ja, du musst echt aufpassen, dass du nicht drauf triffst, weil sonst könnte das echt schlimm enden. Let's go. Uzi ist drauf. Oh Mann, Uzi, raus aus dem Kreativmodus, ganz ehrlich. Na gut, Leia, jetzt müsst ihr probieren, darüber zu kommen. Let's go. Mal schauen, ob ihr es hinbekommt. Warte mal, ich glaube, du hast mir nachgemacht. Oxy hatte doch auch so einen Lava-Pool. Nein, Leia, ich weiß ganz genau, dass du gespickt hast. Du hast mir nachgemacht. Warte, was redest du bitte? Das war meine ganz eigene Idee. Ja, jetzt fang schon an. Du hast noch 3 Minuten Zeit. Let's go. Okay, na los. Los, warte mal, was ist da los? Ich so. Gewinne das. Boom, 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 boom. Und geprankt. Hey, Oxy. Das war's mit dir. Oh Mann. Jetzt bin ich echt sauer. Warte mal, hast du auf einmal so Hörner? Naja, egal. Na los, du musst schon durchkommen. Uzi ist schon durch. Let's go. Oh, Alter, Uzi ist voll gut, Freunde. Autsch, aua. Perfekt. Na gut, Leute, gleich seid ihr auf meinem Zug. Aber ihr müsst erstmal den Eingang in meinen wunderschönen Zug rein wissen. Warte mal, das ist doch so offensichtlich. Den Amethysten kann man doch immer vertrauen. Aber wo musst du jetzt bitte lang? Hier ist alles geschlossen. Haha. Warte mal, ich glaube... Wo können wir denn lang gehen? Wie wär's, dass ich einfach da durchspringen und nach Lust verhaue? Leia, Mann, ganz echt, der Weg ist hier. Das sieht doch jedes Kind schon mal. Hier vorne einfach, ganz ehrlich. Hier, boom, hier kommt man durch. Let's go. Warte mal, zack. Leia, sie sind beide durch. Na gut, willkommen in meinem Zug. Mein Name ist Lokführer Oxy. Warte mal, Leia. Ich zeig dir einmal ganz schnell meine Eisenbahnmütze. Boom, ey, ich bin der Lokführer. Und heute werden wir gemeinsam vor den Zombies flüchten, denn das Tor ist offen. Freunde, das ist überhaupt nicht gut. Die Zombies kommen jeden Moment. Leia, wir müssen losfahren mit meinem geilen Zug. Okay, 3, 2, 1, das wir im Stein. Uzi, ich bin der Kapitän. So, boom, halt die Leertaste gedrückt. Und let's go, Freunde, wir fahren direkt. Warte, der Zug fährt einfach, Leute. Let's go, Freunde. Ich würde sagen, falls ihr weitere Minecraft-Videos sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Hier rechts links findet ihr weitere extra coole Minecraft-Videos. Und ich muss unbedingt weiterfahren. Schnell weg hier, Leute. Wie cool, Alter. Let's go. Ich habe das sicherste Haus gebaut. Zug an die Macht.